Wen haben wir hier? Hallo. Hi. Du bist? Bea. Die Bea, hallo. Und du bist? Wer bist du? Ich bin Amelie. Amelie, hallo. Ach, das ist ja ein schöner Name. Amelie, Mensch. Und woher kommst du so? Ich komme aus Bochum. Aus Bochum, hier aus dem Herzen. Das ist ja mega. Und 1Live Krone, ist das deine erste Krone heute hier? Die erste. Die erste? Und mal selber so eine Krone gewinnen, wäre auch geil, oder? Wäre das mal geil? Das wäre ganz schön geil. Was machst du beruflich so? Ich mache noch nichts beruflich. Ich bin 18. Du bist 18? So. Kann man mal machen. Hast du denn Hobbys? Ja, Pferde oder sowas? Ist das das, was 18-jährige Mädchen so machen? Ja, Pferde. Was hast du denn für ein Hobby? Ich mach Musik. Du machst Musik? Ach echt? Ja. Dann wäre mal so eine Krone natürlich total geil, oder? Oder mal so bei 1Live auftreten, das wäre mal geil, oder? Hättest du darauf mal Bock? Ja. Da brauchst du so einen geilen Songtitel, sowas wie Rory oder sowas. Ist das eine gute Idee? Ja. Kennst du jemanden, der einen Song hat, der so geht? Kenn ich. Wer denn? Ich bin's. Es gibt nämlich hier, das ist ja ein Ding, weil wir haben hier bei 1Live haben wir zum ersten Mal eine Förderpreiskrone und ich weiß natürlich schon lange, wer du bist, ich weiß deine Songs und ich weiß, dass du bald beruflich Musik machen wirst. Wir haben nämlich zum ersten Mal in unserer Geschichte die Förderpreiskrone und Amelie, du gewinnst heute eine Krone. Kein Scheiß. Wir haben unsere Kollegen von 1Live Plan B. Die sind dafür zuständig, mal über den musikalischen Tellerrand zu schauen. Und Tillmann und Franziska, die erzählen uns jetzt, warum sie dich, Amelie, ausgewählt haben. Guck mal, der Name steht sogar da. Ist das nicht toll? Abend Sektor und Abend Bochum. Hallo. Für die, die es nicht wussten, unser Job bei 1Live Plan B ist es, immer neue Musik zu finden und vorzustellen, bevor sie irgendwann jeder kennt und irgendwann auf irgendeiner Playlist hat. Und da ist es dann ganz egal, ob der Künstler aus Brooklyn, Berlin oder Bochum kommt. Aber wir freuen uns natürlich am meisten über gute, handgemachte, authentische Musik aus dem 1Live-Sektor. Und wir finden von 1Live, dass das mehr gefördert werden muss. Und deswegen möchten wir auf Künstler schauen in Zukunft, die jetzt nicht schon 200.000 Follower haben oder ein riesen Label im Nacken. Wir wollen Künstler, die ehrliche, gute Musik selbst machen, von Anfang an fördern. Und deswegen gibt es jetzt den 1Live Krone Förderpreis. Und der geht 2018 zum allerersten Mal an dich, Amelie. Wir wollen dich unterstützen, das komplette nächste Jahr, beim Karrierestart sozusagen. Ich weiß noch ganz genau, als wir deinen Song Rari das erste Mal gehört haben, Tillmann, ist noch nicht so lange her, das war im Juni, und Tillmann hat sofort gesagt, was ist das für eine besondere Stimme? Die klingt ein bisschen versoffen, vielleicht auch ein bisschen traurig, aber sehr ehrlich, sehr authentisch. Und deswegen möchten wir dich fördern. Vor allen Dingen, weil du auch alles selber machst, ja, und dazu dieser super warme R&B-Sound, der mehr nach Los Angeles oder London klingt als nach Bochum. Und deswegen möchten wir dich gerne auszeichnen und du bekommst einen Slot durch diese 1Live-Krone, durch diesen Förderpreis bekommst du einen Slot auf dem größten 1Live-Festival, was wir nächstes Jahr veranstalten werden. Außerdem möchten wir dich das komplette nächste Jahr begleiten auf dem Weg zum ersten Album. Bleib einfach so authentisch, wie du bist. Wir glauben, das wird noch ganz, ganz groß. Herzlichen Glückwunsch, Amelie aus Bochum. Thank you.
Was sagt man so bei sowas? Ich bin ein bisschen sprachlos. Ich danke auf jeden Fall 1Live für diesen riesen Support und diese Krone. Und meinem Management und dem Leo, der quasi Produzent und Manager gleichzeitig ist, und die ganze Crew, die hilft. Und ich freue mich jetzt schon auf die Aftershow. Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein, und ich wünsche euch allen noch einen sehr schönen Abend. Ich freue mich auf die Aftershow-Party. Yeah.